Leute, wir spielen Edna. Bricht aus. Auf Empfehlung übrigens. Ich weiß nicht mehr, wer es empfohlen hat. Aber die Musik ist schon großartig. Vielleicht können wir sie ein bisschen leiser machen. Oh, nee, nur ganz an und aus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Eddie und Edna. Leute, wir fangen an. Keine langen Reden. Los geht's. Oder so. Ich habe geklickt. Ah, es geht los. Ein Schiff. Der Dalek. Deutsche Produktionsfirma, wie man mir sagte. Poki? Ein Spiel von Poki. Poki. Jan. Dann siehst du den Herrn Müller. Der Herr Müller Michaelis. Okay, wir erwarten was Großartiges, Herr Müller, wie immer. Wo ist Herr Schneider? Keine Ahnung. Für die Leute, die erst jetzt einsteigen, der Herr Müller und der Herr Schneider sind der zwei beste Programmierer aller Zeiten. Und der Finn hat die Musik gemacht. Ha. Ha. Oh. Okay, das ist Edna. Als. Okay, es ist abgefahren. Okay, das war quasi ein kurzer Exkurs, aber eigentlich sind wir in der Gummizelle. Das erklärt einiges. Ja. Okay. Aha. Was ist los? Ach, nichts. Dupidupidupidupidu. Boah, okay. Ah ja. Wow. Okay. Jesus. Willkommen bei Edna in ihrem Zuhause. Vor allem, es gehört schon einiges dazu, dass du in so eine Gummizelle kommst, ne? Aha. Also, ich kenne sie ja jetzt nicht so. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Und ich weiß aber, dass ihr Hase Harvey heißt. Oh, guck mal. Tja. Ja. Okay. Ach so, hier kann man gehen und rechte Maustaste. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Aber man kann hier auch diverses... Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh, okay. Man kann natürlich auch hier so diverses... Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Rede mit Tisch. Stehen bleiben, Tisch. Man kann hier so... Bravo. Oh ja, man kann hier diverses ausprobieren. Wie schön. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Inventar mir auch. Aber da ist nur HW drin. Red mit HW. Okay. Rede mit... HW. Hallo? Hallo, Edna. Wow. Was gibt's? Oh ja, wir reden erstmal mit der einzigen Person hier. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. So eine Art. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Oh. Ich helfe dir herauszukommen. Ah. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Gut. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Danke für das Gespräch, Harvey. Okay, schauen wir uns den Stuhl an. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Cool. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt. Ich meine, viele Möglichkeiten haben wir hier ja nicht. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Okay. Ich habe hier lange genug gesessen. Okay. Oh, Stuhlbein. Potztausend. Abschraubbare Stuhlbeine. Oh. Ramschware aus dem Möbeldiscount. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Nimm
Stuhlbein. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ja. Immerhin hat sie noch eine Unterhose an, ne? Haben wir das jetzt? Ja, wir haben es. Benutze Stuhlbein mit. Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Gut. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Okay. Aha. Kaputtes Stuhlbein. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Oh, da war ein Bolster auch, Kiki. Ja, stimmt. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ja. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Ah, mit dem Stuhlbein mit Sicherheit. Haha. Was auch immer das jetzt bringt. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Rede mit dem Polster. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Es antwortet nicht. Ich nehme das als Ja. Okay. Okay, versuchen wir das vielleicht nochmal. Vorerst genug geschnitten. Okay. Können wir Harvey benutzen? Du solltest Innenausstatter werden. Was? Hey Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Randale! Yippie! Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar. Ich hol nur gerade mein Schweißgerät. So. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Okay. Gitarre. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Oh. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Stimmt. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Okay. Ich hasse dich, Tür. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht aufstehen. Kannst du den Bolster nehmen? Das habe ich schon versucht. Na, das. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Okay. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Hey! Hallo! Ja. Mach nicht so einen Lärm da drin! Was willst du? Oh, diverses. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Okay. Ist noch was? Ja. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Doch. Genau, sie ist nicht genau. Verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Warte. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Oh Mann. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Also atmen wäre schon cool, ne? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt.
Soso. Soso. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Mhm. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ja. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ja, guck mal die Klimaanlage. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Mietbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Ja, sag ihnen erstmal alles, ne? Ja. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Ja, irgendwie muss sie ja auch mal auf die Toilette. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Macht sie dann einfach die Zelle? Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Wow. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Super. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ach ja. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür hast. Mach mal die Schiene. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Turnier? Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. So sexy. Yep. Minigolf, mir wird ganz duselig. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Oh, wie nett. Okay. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Ja, aber... Ha! Oder kann ich vielleicht... Harvey? Du solltest Innenausstatter werden. Bitte? Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Nicht schlecht, so einen Sofabezug an der Wand. Vielleicht kannst du mehr Ritzen machen. Das kann ich. Vorerst genug geschlossen. Achso, ne. Ja, genau das wollte ich. Achso. Können wir ja mehr mit dem Stuhl machen. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! Wieso? Er ist kaputt. Da setze ich mich nicht mehr drauf. Erkenne meine Überlegenheit, demontiertes Krüppelmöbel. Wow. Ich schäme mich so. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet.
So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Hä? Ob ich wohl einen Balkon hatte? So. Ich kann mich an nichts erinnern. Oder stell dich... Wozu? Stell dich drauf. Du bist langweilig, Tisch. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Ein Polster? Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Aha. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Vielleicht musst du alle machen. Ja, ja. Vielleicht da, wo der Lift, ja, macht das überall. Mm. Und da, wo der Luft herkommt, vielleicht wackelt das. Ja. Vielleicht. Machen wir einfach alle. Alle, wo wir es können. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute, aber vielleicht kommen wir irgendwann zum Ziel. So. Noch ein Polster. Auf jeden Fall sieht es jetzt hübsch aus, ne? Ja. Nicht mehr so langweilig. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Tisch. Keine Polster mehr? Ach doch, da oben. Da oben. Ah ja. Und wir schlitzen weiter. Irgendwas bringt das schon. Bestimmt. Oder nicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall verändern wir etwas. Oh. Aha. Aha. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Was ist denn das überhaupt hier? So, oder ist es einfach nur... Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Jetzt schlitzen wir einfach weiter. Aha! Cool. Oha, gut. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Ha? Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Hä? Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Kann Harvey das? Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Immerhin weiß ich so viel. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Ja. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Tempomorphologie. Hast du den Nutzen dann, Harvey, mitte? Ja. Ich bin bereit, Harvey.
Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, bitte. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Okay, spannend. Wie du willst. Halte dich fest. Mach ich. Tempomorphologie in die Vergangenheit. Endlich mal. Endlich mal, wir haben lange drauf gewartet. Oh, wow. Wow. Okay. Das ist also die Vergangenheit? Wir sind im Keller eingesperrt. Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier trinken. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Wow. Sein Name war Albert oder... Alfred. Alfred Marcel. Oh. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Okay. Einverstanden. Sie hat damals schon mit dem Häschen gesprochen. Okay, Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics of Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Ah. Später. Ach so, und dann kann man das für später hier unten ablegen. Okay. Stehe. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Okay. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Oh, wow. Reingefallen. Wow. Ach, Harvey. Ach, Harvey, du Schlingel. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Marmelade. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotte. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Wir nehmen mal alles hier. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Ha. Kann ich das auch? Nee, kann ich nicht. Farbtipps. Ich hatte nicht genommen. So. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Okay, packen wir auch in unseren Inventar. In diese Tücher, genau. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Kannst du leider auch nicht überspringen. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht. Ah, doch. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Was? Nicht doch ein deutscher Spiel. So, ich habe abgekürzt mit Punkt. Ah. Das ist öfters so. Okay. Man kann das auch nicht mit anderen Gegenständen kombinieren, scheinbar, ne? Okay, gut. Mhm. Gut, die Tücher nehmen wir auch mit. Das Holz. Das Holz. Aber rede mal mit dem Holz. Wieso ist das Holz grün? Also nicht. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Also gib ihr das Holz. Ja, aber das hab ich doch eigentlich schon gemacht, ne? Weiß ich nicht. Feuer machen und so, das wollte sie Vielleicht nicht. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Dann machen wir das.
Hake? Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Ja, kannst du später machen. Vielleicht machen wir erstmal alles mit Harvey und dann wechseln wir so, ja. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Okay. So. Tatsache. Jetzt haben wir eigentlich alles. Der Haken, das Fenster und so. Ja. Nee. Doch. Nee. Genau, aber Fenster. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Hm. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Gucken, was da ist. Für später. Schlüssel. Du kannst einmal klicken. Ich sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war's, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Damit ließe sich die Tür öffnen. Wenn nicht abgesperrt wäre. Okay. Anscheinend fehlt eine Sache vielleicht noch, ne? Vielleicht. Vielleicht Edna selbst. Ja. Haha. Okay, jetzt haben wir alles. Genau. Na, jetzt gehen wir zu Edna. Ich komme nicht an. Nee, was? Ich komme nicht an. Achso, die Hake? Dann. Ich komme nicht an. Ich will die Spinnen nicht stören. Okay. Autsch, heiß. Na, die hat doch Tücher, ne? Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Leer. Da kommt nichts mehr raus. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Nein, die Hake ist doch noch gut. Eignet sich primär zum Leibhaken. Okay. Und weniger, um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Gut. Die Gesetze der Hebelkraft verraten mir, dass das vollkommener Unsinn wäre. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen einer Hake und einem Schlüssel. Wir haben alles probiert. Kannst du durch das Loch gucken? Achso. Die Küche. Wow. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Schön. Verschlossen. Was auch sonst. Mit bloßen Händen keine Chance. Okay. Also, was genau hier machen? Und wie? Ist eine Sache, die wir später erfahren werden. Und zwar wann? In der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.